6 Frage auf Fahrzeuge aufsetzen, kommen. Positiv, Gebhardt, okay. Jetzt aufsetzen. Gut, ne? So, ein Gebhardt, jetzt wo Abmarschbereitschaft hergestellt. Ja. Fahrer? Ja. Soll ich fahren? Ja, ja, Folge. Fahr. Ja, gut, dann bin ich schütze. 1, 2, 3 sitzen, kommen. Hier 4, erste Fennig ist auch vorbei. Gut, dann jetzt alle Fahrzeuge von Gebhardt aufrücken. Trennung. Alle Fahrzeuge von Gebhardt jetzt aufrücken auf Position aus. Kommen. Frage, Sanitätsfahrzeug umfahren. Positiv. Verstanden. Trennung, wenn Fahrzeug sich selbst nicht bewegt, dann hinter dem Sandfahrzeug bleiben mit. Verzögert, verstanden. Ja, zweite Fahrzeug vorwärts Marsch. Erstmal bis Höhe Maus, ja. Hier. Was? Bis Höhe Maus, ja. Da muss ich ihm Bescheid sagen. Ja, hier, stopp. Dann. Von halt. Okay. Schütze Richtung Ortschaft. Richtung 270 etwa. Komm schon. Richtung Auto. Halt, ja. Falke hat gestanden, Falke sitzt im ersten Führungsfahrzeug. Falke wiederholt, Position Maus bleibt beibehalten. Gebhardt, Diesel hier, Falke, kommen. Gebhardt hört. Meldet, 25. Okay, dann auf die Fahrzeuge aufsitzen. Konvoi wird in einer Mike weiter fortlegen. Fortfahren, oder? Nee. Gebhardt, alle aufsitzen. Wie eben. Frage, können wir schon an Eingang kommen? Korrigiere, Gebhardt winkt. Achtung, zu vieles Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug fährt auf Kolonne. Ja, Warnschuss in die Luft. Ja, vor uns. 5 Meter vor uns. Ja, schießt da. Fahrzeug hält. Zwei Zivilisten drin. Ja, vor dem Motorblock in den Boden schießen. Seid ihr Gebhardt kommen? Ja, wir hier. Ich bin nicht. Ja. Ein Zivilist ausgestiegen, zwei Zivilisten ausgestiegen. Einer mit Rucksack. Ja, sofort vorrücken, vorrücken und aufsitzen. Kontrollieren. Trennung, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2 abzuschließen. Wir wollen durch! Ihr könnt hier jetzt nicht durch! Da vorwärts, fahrt zurück! Zu geht mit. Gebhardt weist die Zivilisten weg, die sollen umdrehen, wieder Richtung Ortschaft. Übernehmt ihr? Auf jeden Fall unsere Operation nicht gefährdet. Alles klar. Was ist denn los mit Ihnen? Personen darauf hinweisen, dass. Weisen Sie die Person an, die Position zu verlassen, zurück, da wo sie hergekommen sind. Setzen Sie sich bitte in Ihr Fahrzeug, fahren Sie rein und wer kommt. Aber wir müssen die durch. Ja, kein Aber, haben wir uns auch schon. Nichts undeutlich. Ab jetzt. Fahrzeug zu, wieder aufsitzen. Fahrzeug 1 auch wieder aufsitzen. Achtung, hier Falke. Diesel, Löwe, Oslot. Fahrzeug könnte jetzt von hinten kommen. Vorsicht. Ziviles Fahrzeug von hinten. Ende. Frage an 1. Dann aufsitzen auf die Fahrzeuge. Hat die Person irgendwelche Informationen preisgegeben? Kommt. Konvoi rückt weiter ab. Deswegen ja, 1 negativ.
Personen wollten hier einfach vorbeifahren kommen. Gut, Gebhardt, Ende, dann aussitzen, Konvoi vorwärts machen. Ja, hier Lageinfo. Eine Zivilperson hat gesagt, dass wir Ungläubige seien, also vielleicht ein schlechter Grund kommen. Ja, ist verstanden. Wir wollen dafür fahren. Gebhardt, verstanden, komm. Konvoi von Gebhardt, vorwärts Marsch. Was ist los da? Okay, soll ich weiter? Gib Gas. Gut. Konvoi fährt. Fahrzeug 2 fährt. Langsam, langsam, langsam. Letztes Fahrzeug fährt, Kolonne fährt. Langsam, ne? Ja. Alte. Okay, rechts abbiegen, so mal. Ja, verstanden. Rechts abbiegen? Ja, bis zur nächsten Kreuzung. Vorfahren. Auf dem Einsatz rechts ab. Und dann hier auf Höhe Infanterie anhalten. Wird der Senke noch bleiben. Verstanden. Alte. Ja. Fahrzeug 1 hält. Fahrzeug 2 hält. Okay, Motor aus, wenn es geht. Hier, letztes Fahrzeug, melde Zivilpersonen auf ca. 0 Grad Entfernung. Ja, gegen Turm geht er nicht aus. 700 Meter kommen. Ja, soweit aufgenommen, 700 Meter erstmal nicht unser Wirkungsbereich kommen. Ja. Wie soll hier Fall kommen? Bestätige Ende. Fahrzeugen mit ZZ einrücken und dort die Fahrzeuge dann soweit abstellen. Trennung ZZ ist bereits von den Kameraden gesichert. Falk hat verstanden, Trennung. Dann jetzt Gebhardt nachziehen, mit Fink zusammen Konvoi in ZZ einfließen. Kommen und verstanden? Fahrzeug 1, Fahrzeug 1. Fahrzeug 1, verstanden. Gebhardt, Ende. Geht los. Wagen 2 fährt. Schön lang, schön langsam, Gebhardt, ja. Schön langsam. Wagen 4 fährt, Konvoi fährt. Fahrzeug 1, langsam. Geschwindigkeit Q maximal, sehr langsam. Vorsichtig. Noch langsamer.
Fallgas zu fahren. Fall beendet. Ist der Truppführer hier? Fahrzeug frei, glaube ich. Ja. Truppführer? Das Gebiet ist rechts vor uns frei? Ja, das ist alles frei. Gut, Fahrzeug 1, 20 Meter vor. Rechts abknicken, die Straße nutzen und dann in dem Kurvenbereich abstellen, das Fahrzeug sicher in Richtung Nordost. Fahrzeug 1 verstanden. Und hier kann du was. Truppführer, geh mal zu mir. Fahrzeug 2, weiter vorbelegen, 30. Ja. So, verstanden. Fahrzeug 1, 10 zurück. Und man kann hinter uns die Wiese bei ZZ dort einfließen. Eventuell auch scharf rechts und dann eigenständig wegsuchen. Falke, hier Löwe, komm. Falke, hier Löwe, Lage im Po, wir haben hier... Fahrzeug 1, halt, Zivilisten dahin. Presse, also den Journalisten, der hier auch Boden. Ja, Fahrzeug 1 scharf rechts und jetzt Verweisen auf dahinterliegenden, das auf Freifläche. Man kann ZZ auf Karte. Verstanden. Seine Fragen später auch beantworten, sobald ZZ eingeladen ist. Da setze ich mich doch gleich. Hier Löwe, unser Stadtfeld. Fahrzeug 2, Fahrzeug 1 folgen. Trennung gebannt an alle Fahrzeuge. Wir verlegen jetzt auf die Freifläche auf Karte markiert mit ZZ. Dort rein. Sicherung mit den Fahrzeugen von dem. Da ist noch. Gebhardt hier 2, den Wagen 2, halt an alle. Zivilisten 1-0 Grad. Vom unten Sicherung eingehen, Zivilbevölkerung erstmal abweisen. Kann man das verstanden? Hier, wir müssen verstanden. Gebhardt hier Fahrzeug 2, Zivilisten mit Waffenkiste auf 0 Grad. Ja, verstanden. Kommen. Ja, verstanden. Entfernung. Hier raus, Achtung. Dreh nochmal in die Kiste. Entfernung, Fahrzeug 2, jetzt Fahrzeug 1 folgen. Ca. 80 Meter mit einem Benzinkanister in der Hand. Komm. Verstanden. Ja, Maus, beachten Sie bitte, dass die Bevölkerung hier ihr normales Leben nachgeht, dementsprechend auch Gegenstände in der Hand hat. Position. Fahrzeug 1. Hier war sowas. Richtung Ost sichern, dazu noch 20 vor verlegen. Verstanden. Löwe an alle, wir übernehmen die Sicherung des Funkhaus. Jetzt hat er ganz halten. Fahrzeug 1, Position. Ausfüller an alle, wir übernehmen dann die Sicherung Richtung Osten. Ende. Fahrzeug 2, so positionieren, dass Richtung Südost gesichert werden kann. Letzte eine Person mit Knistern erstanden. Ach, da sind unsere Fahrzeuge. Fahrzeug 3, Fahrzeug 4 folgen. Position vom Fahrzeug 2 passt so, jetzt einfach nur umdrehen. Ja, Fahrzeug 2 Richtung Südost, habe ich gesagt. Ende. Verstanden. Sie bleibt nicht auf der Freifläche, sie bewegt sich ins ZZ rein und hinter die Mauer. Bloß mal Spaß, wir können etwas wie draußen haben, bloß weiter. Zivilisten sind abzuweisen. Jawohl, Fahrzeug 3, weiter Richtung Süd, dann Richtung Südwest sichern. Ja, passt. Von allen Fahrzeugen absitzen. So. Und gut aus. Ja, das hier die beiden ATs, damit ihr aus der Mitte raus seid. So, der Rest, ich würde sagen, markiere dich mal farbig. Eins mit Box. Blau oder so. Hier.
Folgen Sie mir? Abmarschzeit ist 10 Uhr. Alles klar. Wie viele Leute brauchst du jetzt zum Sichern? Ich habe einen Sicherungssoldaten dabei, vielleicht ein oder zwei, die nochmal die Umgebung so ein bisschen absearchen. Check. Okay. Gut, Gebhardt, bei den Fahrzeugen müssen aufteilen, dafür bleiben 7 bis 9, wenn 9 schon anwesend ist, dann bei mir sammeln. Halt ihr hier? Jungs, ganz wichtig, ich schalte mich mal wieder auf normal. Der soll mal gucken in der Mitte des Lagers, da steht jetzt eine Fahne eigentlich, ein Fackenmast. Der ist hinter dir. Und der müsste genauso aussehen wie hier. Timmel? Ja. Der 7 und 8 hier? Ja, hier. Ja, nein, 7 und 8. Herr Herber, guten Tag. Gut, wir sind vollzählig. Alles klar. Ihnen eine Einladung so bringen. Wo war die mögliche Einladung? Auf Karte markiert, mit ID. Direkt auf der Kreuzung. Soll ich nicht genau zu treffen oben in seiner 10 Meter bei der Straße. Ja, okay, also das wollten wir jetzt eben durchführen. Wir hatten nämlich jetzt hier Check. Einen sehr seltsamen Kontakt. Ich markiere nochmal. Bevölkerung und wir wollten den gerne auf den Grund gehen, warum mit uns welche hier Straße so, in die Richtung Ostsex führt oder Richtung Nord? Ich musste hier schon einige Sachen mitbekommen, da wurden wir weggescheucht aus unserem eigenen Dorf. Ja, dann sag ihm das gleich. Okay. Dann rede ich damit hier. Dann. Wir sind sehr, seitdem die Taliban hier weg sind, sind wir sehr misstrauisch. Okay, und Sie sind von der Presse oder was soll ich Sie genau einstufen? 7 und 8 Folgen. Genau, ich bin von der Dorfpresse, ich bin der Dorfsprecher, von den Dorfältesten. Rechte Seite. Und ich werde wahrscheinlich auch da oben dabei sein, mit dem für unsere Dorfseite. Okay, dann werden Sie meinen Trupp dann mit begleiten und können ihn ja dann direkt hinführen. 7 und 8 Folgen. Ich werde dann Ihnen einen Soldaten vorstellen, mit dem Sie dann hochmarschieren können oder hochgehen können zum Dorfältesten. Und Unsicherung. Okay. Können Sie das dann weiter vorführen, ja? Dann sind Sie okay. Zeig mir hier, wie Sie kommen. Gut, ja. Einen Moment, ich werde es gleich koordinieren. Fall gehört. Diesel wird jetzt Ihr ID aufklären. Circa 100 Richtung Nordstraßenverlauf folgend, rechte Straßenseite kommen. Fall geprüft. Falke sieht keine Markierung auf Karte kommen. Wo warten Sie jetzt für die Markierung? Herr Chaos. Du bist ja der Blöwe, ja? Okay, dann. Blöwe geht ja hoch zum Objekt, zum Stammesältesten, ne? Dann geht er auf Lamm. Ja, das ist dann halt so. Ihr habt ja... Und dachte ich mir auch inzwischen weg. Geh mal davon aus, wenn eine... Falke hier, Wiesel, Markierung gesetzt, Ende. Wenn dann eine von der Presse dabei ist, da wird ja hoffentlich nichts passieren. Wie gesagt, sie bleiben ja unter Beobachtung von uns. Okay. Und nehmen Sie den Pressesprecher mit. Er kennt den Stammesältesten und dann wird das schon passen. Ja, jawohl, wegtreten, Salat. Gut, dann machen wir unter dem Weg. Ich nehme. Also, kommen Sie mit. Wollen wir jetzt zurück zum Fahrzeug oder sich okay, dann. Ziehen, ne? Okay, Presse wird dann mit nachführen mit Löwe zu Objekt. Okay, dann Löwe mal hier in der Mitte. Fuck, Wiesel, wir klären ID auf. Kommen. Jawohl, dann Otzlot Richtung Markt unterwegs. Verstanden. So, sie zeigen uns den Weg. Das wäre, denke ich, also die Methode. Ja. Dann mal zur Presse mit und auf die Presse aufpassen. Weg. Machen Sie die Tür zu. Gebhardt, Trennung. Gebhardt an alle zur Lage. Wir haben vermutlich ID auf Straße, wurde noch nicht gesichert und aus neuem Nordteil bewegt sich eine Menschenmenge auf uns zu, deswegen haben wir uns jetzt zurückgezogen. Da, Knifte. Achtung, Mob nervig. Links hoch zum Eingang. Wir gehen Richtung Gebäude. Hier? Wir gehen Richtung Gebäude. Ah, Kufar, Wiesel, die Kontakt mit den Zivilisten auf. Hören Sie mich, schicken Sie weg. Trennen sich in Truppenteile. Beobachten Sie, bleiben Sie in Bereitschaft, Waffen werden nicht erhoben. Assalam, ihr benennt euch wie Hunde, es ist nicht euer Boden. Das ist unser Alarm. Warum verletzt ihr mich? Ich bin Stammesälteste. Verlassen Sie diesen Platz, der Stammesälteste geht zum Gebäude hin, der Rest verlässt hier die Ortschaft. Nein, du hast deine Waffe. Wir sind friedlich. Was seid ihr? Wir sind friedlich. Und ihr seid dicke Hunde. Ja, Hunde. Gerade, dass wir keine Krieg mehr werden. Feigling, wie sie kommen.
Hört. Ich bin so wütend, ich würde sogar ein Schild aufhalten. Wir brauchen hier vorne mal den Sprach mit Lachen. Ja. Jawohl, was ist gemacht? Versteckt euch da hinter den Mauern, die kleine feige Söhne eines Hundes, hä? Was gibt's da? Gut nach dem Gesprächsführer. Geht nach Hause! Geht nach Hause! Geht nach Hause! Geht nach Hause! Bleiben. Frage an Gebhardt, sitzt noch jemand vor uns im Fahrzeug? Komm. Negativ, gut. Ohne deine Waffe bist du nix. Ey, wenn Hartz ein bisschen mehr Feuer im Dialog gibt, so wie du einschlafen würdest. Warum kommst du näher? Da kommen sie nicht näher. Warum kommst du näher? Ich will sie nicht hier bei mir. Was soll das? Falke hier, Löwe, kommt bitte. Falke, hört gesagt. Na hier, Löwe, wir haben jetzt gerade nochmal den Soldaten, der vorhin schon mit dem Dorfältesgerät hat, zu ihm geschickt. Die klären gerade was ab. Ich habe gerade mitbekommen, dass der Dorfälteste die Leute zurückschicken wird, um dann nochmal eventuell mit ihnen sprechen zu können. Kommen. Jawohl, Löwe, behalten Sie das im Blick, bringst dann den Dorfältesten zu mir, sobald er die Lage da geklärt hat. Ja, Löwe, Ende. So, Lux, ich habe geklärt, wenn das nochmal vorfällt, dann werde ich Allah anbeten, große, böse Strafe auf Soldaten. Wir werden jetzt uns organisieren und jetzt erstmal wieder friedlich weiterleben. Ich habe das geklärt, okay? Ah, okay. Ja, das kommt nochmal okay, vor. Los, Jungs, macht wieder Arbeit, weiter Opium, Crystal Meth. Was? Wovon redest du? Komm, Aslak, wir gehen in unser Meth-Labor. Okay, das hat alles der Müller gesagt. Also, ich muss nicht auf jeden Fall. Trotzdem, ich nehme ein. Ja, verdammt, ich meine, das ist ein bisschen lang. Ja, sicherlich wollen Sie Ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, aber. Gebhardt Richtung West an der Mauer sammeln. Ende. Ruf Löwe zu mir. Hier Löwe, verstanden. Dann teilt euch mal hier ein bisschen auf, von der Mauer Richtung West, bisschen Südwest, Trennung Süd, bisschen noch mit sichern. Wir warten noch auf weiteres. Ich bin weiter Funkfrequenz von Ocelot. Na, 70.8. Ja, also immer. Alles klar, gehst du zu Objekt 2 auch mit, oder was? Na, im Vorbereich wurden zwei mögliche EUs gemeldet. Achso, ich rede ganz die würde ich dann halt kontrollieren. Und ihr geht dann weiter Richtung Objekt 2. Ja, okay, dann kontrollieren wir diese mögliche ID. Das machst du diesen VP-Check am besten, oder? Nee, ich würde nur sagen, ich wollte noch Falke, hier links kommen. VPC, ja. Aber ich würde erstmal den LKW gesprungen, ist wohl sehr akut, da gemeldet worden ist, dass am LKW da rumgefummelt worden ist. Nördlich der Straße ein Objekt feststellen mit der Wärmebildkamera. Okay, dann machen wir eine Sicherung, während kommen. Die da vorne guckt, aber passt bloß auf, ey. Nicht, dass dein ganzer Trupp weggesprengt wird. Ja, Falke hat verstanden. Falke, Fahrzeug. Die sind noch viel los. Was heißt hier nur? Ja, die Macht der 2, ne? Okay, Jungs, Abstand, 100 Meter, ich will eine Schützenreihe sehen. Falke hier, Wiesel, begeben uns Richtung ID Ende. Gebhardt 1 bis 4 an der Ostseite bei der Mauer sammeln. Zivilperson nähert sich aus Richtung Ost. Ja. Hier zuletzt so verstanden, wir folgen Wiesel, komm. Falke an Ocelot Auftraglage, bekannt, kommen. Nochmal 1 bis 4 an die US-Seite des Kommandos. Ja, positiv. Wir jetzt folgen erstmal Wiesel zur Sicherung, dann weiter zu Objekt 2. So richtig, kommen? Jawohl, und ab Objekt 2 Marktplatz, dann dort Ja, die 2 hat vermutlich einen Timeout. Die Aufklärungsarbeiten fortführen.
Sobald dieses abgeschlossen ist, Meldung an mich, die anderen zurück, sobald sie der Meinung sind, Check. Die haben alles erledigt, kommen. Hey, Ocelot, so verstanden, Ocelot Ende. Wieder mein Timer. Ocelot hier, Maus. Ocelot hört. Hier, Maus, wir sind bei Ihnen. Komm. Was ist das Neues? Ich hatte gerade Timer. Ja, so verstanden. Hinter mir, kommen. Hier, Maus, negativ. Ja, wenn schon wieder da ist, dann mit 6000. Komm. Ja, so verstanden. Hier, Maus. Falke hier Löwe kommt. Falke hört dran. Hier Löwe wären jetzt abmarschbereit. Kommt. Dann Löwe Marsch. Löwe so verstanden, Ende. 6 meldet sich an der Westmauer zurückkommen. Ich kann man verstanden, komm. Achtung, wir sind da. Ja. Wir sind da so. Wenn das. Hört sich an wie Chinesen. Ja, eben. Ja, ich bin jetzt auch schon da, oder was? Nee, so einfach geht das nicht. Du kannst dich einfach alles in den Haufen werfen. Dann die Linksstraße, links oder links. Aber. Ja, aber ganz schön viele Jungs, das hat's, ja. Waren die da als Gruppenkuscheln oder was? Ja, ich glaub so. Okay, Leon. Ja. Dann Auftrag. So, uns wird aufschließen und dort mit Kontrolle durchführen. Ich gebe das dann gleich weiter. Die sind Ocelot Richtung Marktplatz. Die Nummer 6 dort an Truppführung kommen. Hört. Er bittet Erlaubnis, derzeitige Sicherungsposition an ziviles SCK, an ziviles KFZ nördlich von uns aufziehen zu dürfen. Kommen. Seid ihr Ocelot? Nochmal wiederholen. Was sollen Sie machen? Ja, ihr Ocelot, so verstanden. Die sollen Sie einfach Sicherung nach Norden weiter mit Richtung Marktplatz verlagern. Kommen. Ja? Ja, ja, positiv, dann okay, selbstständig. Ich soll mich euch anschließen. Okay, dann bist du jetzt Nummer 1. Servus, check, tag mir kurz noch, dann habe ich dich unten links bei mir. Ja, warte. Aber nicht weiter als das Fahrzeug. Bist du jetzt nachgebracht worden, oder? Alleine wahrscheinlich. Ja, ich bin von Gepard rüber zu euch. Ja, alles klar. Welche Nummer? 9? Wenn du irgendwas nicht weißt, dass ich hier ansag, dann einfach gleich fragen, ja. Ja, verstanden. Welche Nummer? Du bist 9. 9, alles klar. Gut. Wenn irgendwas ist, der Markbook hier ist, der Stealth, der kann dir auch viel sagen. Das ist unser Clan-Lied nämlich, wenn was ist. Verstanden. Man kommt sicher. Willkommen. Ach, jetzt muss ich nicht mehr nach hinten sichern. Das ist so schwierig. Okay, ich habe zugehört. 7 und 8, mal einen Pfennig besetzen. Achso, das ist neue Gruppenfunk. Zur Position von dem weißen Pickup verlagern, Sicherung Richtung Nord zum Marktplatz. In der Zwischenzeit 1 und 2, das weiße Fahrzeug ca. 100 Richtung Ost verschieben. 1 geht. Du sagst einfach mal für durch. Ja, verstanden. Ja. Maus hier, Falk, komm an. Ocelot hier, wie Frage. Kümmert ihr euch um die 2 Personen? Oh, Achtung, vermutlich. Ja, wir fragen mal, was los ist. Was an? Jawohl, Wiesel zieht sich zurück hin. Ja, Maus, so verstanden. So, dann jetzt hier kurz eine 360er, Jungs. Wir schauen mal schnell, was mit den 2 Leuten hier los ist. Winnie, zu mir, als Nahsicherung. Gegebenenfalls geben Sie neue Positionen vorher auf Karte bekannt, bevor Sie diese betreten können. Einer hier zu mir auch noch nach vorne, um die Ecke hier zu sichern. Suchen Sie uns neue Positionen, geben die vorher bekannt, bevor wir diese Positionen ziehen. Komm. Dann raus. Von auf der rechten Straßenseite läuft schon einer an mir vorbei. Erleerung und Check. Punkt Check. Ne, kam ich auch. 70 Punkte. Bob. Ihr 9 meldet mich im Funkkreis einkommen. Mach mal die Musik an. Ja, jetzt kamst du nicht. Alles klar. Hörst du, Achtung, hinter euch kommt Zivilist. Also ist ein bisschen realistischer, wie du es gerne hast. So Dorfgespräche. Bleib ruhig mal.
Kommt die Musik hier? Ja, Falke hier, Ortsüberkommen. Ja. Diese ganzen Stimmen. Vorne zieht ein Typ mit Rucksack einen Reifen. Okay Jungs, wieder Schützenreihe aufnehmen, wir gehen weiter. Eins geht. Nach Gering warst du 6 Uhr. Jetzt trägt er einen Kanister. Kommt durch. Ja, im Auge behalten. Die gehen ja nur ihrer Arbeit nach. Ganz ruhig, Jungs. Hey, jetzt ist Humor, wollen wir mal. Ja, setzen die Kollegen vor sich sein. Bis Tage Ende. Falke, hier Löwe. Falke, hier Löwe, Lage ist wo wir sind gerade bei der Gesprächsaufklärung mit dem Dorfältesten. Hätte. Herr Wulz, verstanden, versucht die Vorinformation rauszuholen aus dem Stammesältesten. Ende. Marc, du nimmst dir dann noch die 9 mit bei dir in der Sicherung. Ja, so verstanden. Jetzt ja. Rechts von mir ist der Marc. So, dann jetzt nach rechts einschwenken. Blau markieren, oder was meinst du? Marc, nach vorne mit deinen Teilen, Sicherung aufbauen. Wir gehen jetzt direkt in den Marc rein. Wiederholen bitte, kommen. Du nimmst jetzt deine Teile, kommst nach vorne, stellst hier jetzt die Sicherung und wir gehen in den Marktplatz rein und machen Gesprächsaufklärung. Hier, wo wir gerade sitzen, bleiben, oder? Okay. Wir gehen in den Markt rein. Also, so. Hier an dem Tag? Nee, an dem. So, Kabel. Sicher ist eine Werkstatt. Hier die Straße Richtung Norden aus. So, Leon? Ja. Du sicherst einfach hier die Straße Richtung West. Verstanden, Richtung Weststraße sichern. Genau, so. Dann habe ich noch. Dann Ossi. Nee, oder Leon, du sicherst dann halt auch noch da mit um die Ecke. Okay, dann komm mal. Achso, schon mal. Du meinst du? Alles? Ja. Du machst die andere Seite? Ja, also ich soll nicht. Okay, gut. Ich kann mich alle einsichern. Gut. Salam alaikum. Salam alaikum. Ich nix mehr. Was meine ich? Wenn hier einer zum Markt rein will, aufhalten oder? Nee, brauchst ja, gut, frag ihn, was er will. Okay. Aber lass ihn durch. Okay. Also nicht mit offener Gewalt hier. Ja. Nicht niederknüppeln gleich. Nee. Okay. Gleich hier Gewehrkreuz. Meldest du mir, wenn hier einer durchläuft, oder für mich das, oder funkst du es gleich direkt in den Gruppenchat durch? Ja, verstanden. Damit die anderen Bescheid wissen, dass es nicht was kommt. Okay. Warte, ich guck mal. Schambelli, mach Buch, komm mal. Hört. Sollen wir Zivilisten durchlassen, kommen? Ja, du kannst sie durchlassen, aber im Auge behalten. Ja, sollen wir sie melden, kommen? Ja, wenn von hinten einer kommt, nicht schlecht, wenn wir es wissen, ja. Er kommt schon wieder. Stell dich mal in den Weg, wenn das nicht so kommt. Wow. Explosion! Nordwest! Nordwest, Deckung Jungs sammeln bei Markburg.
Der Typ mit der Tasche sprintet durch die Gegend. Was ist der Typ mit der Tasche? Der ist sauber, ich kann bestätigen, der ist sauber, ich hab die Tasche gecheckt. Richtung Nordwest? Ich hab grad ein Fahrzeug gesehen, Richtung Süden. Grün. Richtung Nordwest, mehrere Zivilisten, schnell unterwegs. Grün. Der rennt jetzt wieder nach rechts auf den Markt. Ja, der ist grün. Tobi, ich hab ein Fahrzeug von hinter uns, hinter dir. Blauer Jeep. Ja, schnell. Allgemein, ich bin auf dem Kreuz. Alter, es gab Explosion. Ist das nicht unser Freund? Also Jungs, 360er aufrechterhalten, wir warten jetzt auf weiteres. Ich glaube, das war unser Freund vom Eingang. Leon, pass gut auf die zivilen Kontakte bei der Explosion. Ja, verstanden. Status, kommen. Achtung, blauer Jeep nähert sich jetzt Explosionsstelle. Grün, alles klar, schon wieder. Ja, der blaue Jeep, der eben hier vorbeigefahren ist. Ich glaube, da kommt gleich was. Einmal rum über den Hügel und dann jetzt zur Stelle. Negativ, nordwestlich unserer Position, circa 100 Meter kommen. Champagne, wenn der blaue Jeep das nächste Mal hier vorbeikommt, den müssen wir prüfen, der ist eingefahren. Marc, ich glaube sogar, das ist er, der uns, naja. Also verstanden, Rundumsicherung beibehalten, wir bleiben auf derzeitiger, kommen. Meinst du den, der uns als Ungläubige beschimpft hat? Richtig. Ach, und jetzt kommt der Munitionsstelle. Okay, Jungs, Auftrag von Falke, derzeit Position weiterhalten. Wir warten auf weiteres. Hier Löwe, nicht direkt in unserem Bereich. Wir haben aber Einsicht auf den, auf die Explosion kommen. Hier Winnie, jagst mal den LKW da, den kleinen. Hier Löwe, werden schnell aufklären, was da passiert ist. Kommen. So. Wen haben wir hier? Ja, Leon? Ja. Auf Special Auftrag. Fahrzeug hier, das hellbraune da. Das, den Jeep in der Garage. Ja, das checken wir jetzt mal schnell. Verstanden? Beweg mich. Jetzt geht mein Kompass nicht mehr weg. Lasse. Wo ist der? Auf der Ladefläche hat er nur Standardsanität. Hier Maus, aus sicherlich. Verstanden? Wir haben mal links rum. Okay, Garage frei. Überprüfe Ladung. Erste Hilfe und eine Funke. Okay, dann checkt das Fahrzeug hier noch. Hier Maus, verstanden? Verstanden, Trupp Maus nach ZZ HQ zurückkehren, kommt. Jawohl, zu ZZ auch. Prüfe. Wir hatten ja Kontakt, wir hatten ja eine Sprengung gehabt. Erste Hilfe, Kasten. Ende. Auch nichts drin, okay, dann zurück zur Gruppe. Verstanden. Sofort alle Truppenteile im Gampauen sammeln, komm mal. Gebert zum Zeichen, komm. Wiesel, die bleiben auf dem Z-Center rein, komm mal. Wiesel, verstanden. Löwe, bewegen sich nicht unnötig durch das Gelände, hängen sie dran, Minenlage ist unbekannt. Meldetruck ist sauber, also drin nur Standard, erste Hilfe, Rettungsgebiet, klärt dort auf, komm mal, verstanden. Hier Löwe, so verstanden, wir haben jetzt auch Einsicht, scheint ein ziviles Fahrzeug zu sein, wo eine Explosion stattgefunden hat, mehrere zivile Verletzte kommen. Ja, ihr habt es so verstanden, bewegen uns jetzt Richtung Nordwesten zur Sprengzone, kommen. Ja, dort langsam vorrücken, Waffenziel, Einsatz. Okay Jungs, jetzt Auftrag in Schützenreihe. Richtung Nordwesten zur Sprengung. Dort 360er aufziehen, EOD kommt nach, Lage checken, kommen. Löwe bleibt in oberer Position, klärt weiterhin. Eins links. Nicht vernachlässigt, kommen und verstanden. Waffe jetzt gehoben, aufpassen, erhöhte Alarmbereitschaft. Geber zu mir. Wiesel zu mir. Fink zu mir. Kommt durch. Hotspot hier Falke, kommen. Hört. Okay, wie gesagt, bleiben Sie weg von der Sprengung. Dort, wo die Sprengung stattgefunden hat, markieren Sie aber bitte den Bereich der Sprengung, kommen. Also verstanden, wegbleiben von Sprengung, markiere Bereich. Wir sind gerade noch in Bewegung, kommen. Ja, Falke, bitte. Jungs, aufpassen, gleich direkt zum Sprenggebiet laufen. Wenn ihr das seht, gleich melden, dann machen wir halt. Sichtkontakt halten. Gut, dann jetzt Halt und Rundumsicherung. Zwei tote Personen, eine verwundete lebende Person, die liegt auf dem Boden. Hinter dem Fahrzeug kriegt einer auf den Boden. Da ist ein
gerade einer hingesprintet. Falke, hier Ocelot, kommen. Ziviler Kontakt mit Rucksack in Gebäude auf Ost, kommen. Hey, Ocelot, haben Sicht auf Sprengungsgebiet. Mehrere verletzte Personen, Fahrzeug ist ausgebrannt. Frage, erste Hilfe, kommen. Ja, Moment. Koordiniere gerade. Alle zurück, alle zurück. Also Wiesel, Fink und Geber zu mir. Rest von Löwe und Ocelot bleiben vor Ort in Position, Ende. Okay Jungs, Befehl von oben, derzeit die Position halten, Ende. Da drängt halt einer seinen Freund direkt zu uns. Hilfe, Hilfe! 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 Ja, helfen Sie sofort, schnell, das sind meine Freunde, sie liegen dort und bluten. Kommen Sie, gehen Sie dorthin. Gehen. Okay. Okay, bitte helf schnell. Ich gehe und hole andere, okay? Okay. Hole andere. Schamberti, soll ich ihm helfen? Falke hier, Ocelot, kommen. Falke hört. Ja, Ocelot, ein Zivilist bringt uns jetzt die Verwundeten einen nach dem anderen her. Ich habe jetzt meinen Sunny befohlen, ihn schon mal aufzumetten kommen. Ja, warten Sie, Unterstützung ist dabei. Also verstanden, Ocelot, Ende. Jungs, aufpassen, wenn die Leute hier wieder aufwachen, nicht, dass sie denken, wir hätten das gelegt, behaltet die im Auge. Ich kann nicht mehr tragen, ich bin doch kein Sanitäter, ich habe keine Kraft mehr. Bitte helfen Sie, bitte, bitte. Aber bitte gehen Sie dort, keine Gefahr mehr, die Bombe ist schon explodiert. Ja, meine Bruder, Habib liegt dort, mein Bruder liegt dort. Ja, okay. Junge, der hat mir mein Nachtsicht geklaut. Ja. Hier, hören Sie mich. Schnappen Sie sich Ihre Leute, bringen Sie die zu uns. Wir haben sie stabilisiert, dass sie sich nicht unnötig bewegen, dass sie sich nicht noch mehr verletzen. Er rennt weg ins Haus. Schon wird die beide sind aufgemeldet. Okay. Das nutzt für ihren eigenen Schutz, dass sie nicht nochmal dahin laufen zum Beispiel. Wir werden, sie kriegen von uns nochmal eine medizinische Untersuchung, dass sie mit ihnen wirklich alles in Ordnung ist. Ist quasi zu ihrem eigenen Wohl. Los, Gebhardt, weiter vor. Ich möchte da Richtung Nord, möchte ich eine Straßensperre an Markierung haben. Sandtrupp weiter vor zu Ocelot, los, Marsch, Marsch. Da sind verletzte Personen von, die brauchen unsere Hilfe. ELD weiter vorrücken, los, Marsch. Ich konnte in dem Sinne nicht gehalten worden, ohne den Rest meiner Gruppe zu gefährden kommen. Na, Sie haben hier eine Sprengung abgekriegt, wir haben Sie jetzt ärztlich versorgt. Können Sie weiter trotz der Position für uns zwei behalten oder sich zu offen kommen? Dann kriegen Sie noch eine kompletten Durchcheck, damit wirklich alles in Ordnung ist. Hier Löwe, Position momentan noch haltbar. Achtung, eigene von hinten. Wie gesagt, teilen Sie Ihre Männer so ein, dass Sie ringsrum Sicherungen aufrechterhalten können und weiterhin Sicherungen zu Ocelot zu den Sandtrupp, damit da unten nichts zu mir passiert kommen. Wir wollen bloß, dass Ihnen gut geht. Ja, ihr Löwe, alles bereit. Also, die kommen rein jetzt hier. Nord hier hinstellen, abriegeln. Richtung Nord. Wir sind vor Ort. Guten Tag. So, schick den Fink gleich mal hierher, wir haben jetzt zwei Leute. Ich melde mich im Funkkreis an. Jetzt mal gefesselt, die müssen gecheckt werden. Ich hab Leon gefunden. Falke, Meldung an Falke.
Hab ich schon. Falke, hier draußen, melde uns im Funkkreis an. Gut. Hier, Falke, Posse, ich konnte sie aufnehmen, zurück. Warten Sie auf weitere Kreuzungsbereiche. Nicht so weit aufrücken. Bleiben im Kreuzungsbereich hier. Wir bleiben im Kreuzungsbereich. Gut, wo bleibst du? Das hier, die 3 und die 2 ist ein Gut. Habt ihr Fink dabei? Fink? Der Fink habe ich noch nicht gesehen. Der riesige, eine Richtung aus. Hier mal Fink zu mir vorschicken, bitte. Fink? Ja, vorne links, mal aufrufen. Falke, Wiesel, Lageinformation, Wiesel vor Ort bei Gefahrenbereich. Fink, die sind aufschließen, links lang. Das ist, ja, das heißt, ja, das versuchen wir gerade. Da nähert sich jemand bei meiner Position schon bett. Ja, versucht zurückzuschicken. Ja, wir haben hier eine Gefahrensituation. Wir wollen nicht, dass Ihnen was passiert. Bitte bleiben Sie stehen. Am besten gehen Sie wieder zurück, damit Ihnen nichts passiert. Ich bin kurz ab, ich melde mich sofort. Ja, Fink, wir haben hier 2 Verletzte. Falke, hier, Gebert, komm. Stabilisiert. Also hier rechts von uns, wir haben das, Ja, positiv, Gebers, Frage, haben Sie jetzt die Position Richtung Nordstraße, Ausgang, eingenommen und halten diese? Positiv, Straße ist abgewählt, komm. Durfte jetzt noch nicht bergen, weil EOD ist. Gut, dann das Wasser, den Ocelot-Trupp übergeben, Ocelot, nehmen Sie dem Wasser entgegen, überprüfen Sie natürlich das Wasser. Ansonsten, wie gesagt, weiter fortführen, kommen. Gebert, Ende. Ja, hier hast du das so verstanden, kommen. Gut, dann Richtung Falke, Nordwest. Falke, hier Wiese, Farmbereich überprüft. EO, Bedrohung hat sich nicht bestätigt. Hast du das Wasser, kann oder? Wirken. Komm. Okay, ja, dann Ocelot mit einschließen, Farmbereich Rundumsicherung aufbauen, Fink dann langsam mit Fahrzeug einschließen, hinter Ocelot. Ich glaube, das Wasser ist am besten, wenn wir das Fink geben, weil die werden es für die Verwundeten brauchen. Wir müssen die bergen und zurück zu ZZ bringen, kommen. Bis Mohammed. Hier Fink, so verstanden. So Jungs, jetzt einschließen bei Sprengbereich Rundumsicherung aufbauen, damit Fink vorrücken kann zum Bergen. Löwe an alle Lageinfo, der Journalist hat sich der Unfallstelle genähert. Ja, dann Löwe, kümmern Sie sich drum und der sollte verschwinden, der sollte das nicht aufnehmen. Okay, werfen wir jetzt wieder runter. Oh, ich glaub. So, Fink einmal hin. Bisschen schneller, Jungs. Falke, Gebert, komm. Falke, hört. Es befinden sich noch Teile von Gebert im Rückraum, die Ihnen zugeordnet waren. Sollen die nachziehen? Kommt schon. Negativ, bleiben bei mir, ich brauche den Kasten noch mehr. Ja, ich weiß nicht, wie viel ist. Ja, die Sandys, die verarzten. Sind die im Rückraum? Ja, die stehen doch da hinten. Achso. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. So. Höre ein Fahrzeug aus Westen. Falke hier, Ocelot, komm mal. Falke. Wir haben ja Audiokontakt mit unbekanntem Fahrzeug. Melde mich, wenn es genaues gibt. Bloß damit du Bescheid weißt, komm. Jawohl, voll gerade verstanden. Ja. Bleiben Sie weiter in Kontakt. Alles klar, wir haben die Binde gelegt. Trefft Sie mich sehr, Alter. Patient hat viel Blut verloren. Das Fink schon vor Ort, ne, oder? Außer dir Falke, kommen Sie. Nein, aber erst hier kommt. Sicherung. Check. Okay, Nakirim, du gehst damit in die Sicherung. Das überlassen wir jetzt Fink. Braucht ihr das dritte Mann? Ich sehe ein helles Licht. Zieht mal die Zivilisten da weg. Mann, warum hat das so lange gedauert? Zivilisten da wegziehen. Hier, Sir, gehen Sie mal bitte jetzt weg. Sie stören hier gerade die Bergung. Wir wollen Ihren Kameraden hier helfen, damit Ihnen nichts mehr passiert. Damit Sie wieder besser. Genau, gehen Sie mit da hoch. Genau, danke. Meine Frau muss Bescheid wissen. Drossel hier, Falke, kommen. Drossel, ja. Drossel, bleiben Sie weiter in Standby, ich werde Sie gleich rufen, kommen. Drossel, verstanden. Bleib auf Standby. Der Sandtrupp? Der ist schon da. Ah, ohne Fahrzeug? Okay. Fahrzeug steht hinten. Okay, oh, check. Okay, ich versuch's.
Meine Beine! Ich weiß es noch nicht. Oh Gott! Was ist mit meinem Bein? Das Auto hier gecheckt. Was ist mit Ali? Ja, positiv, hab ich geprüft. Was ist mit Ali? Läuft zwar noch. Läuft das Sneeze eben gerade noch. Aber ist das so? Keine Bedrohung mehr. Ist klar. Ich versuche es. Falke, Status kommen. Oh, meine Beine. Vier Fink, grün, grün. Komm an. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Wie geht's dir? Oh, Frage. Was war mit dem verletzten Zivilisten auskommen? Ich glaube, ich spreng von. Der verdammten Europäer haben alle vier Fink, böse zwei Menschen hier aus Afghanistan mitgebracht. Behandelt. Ja, früher alles und gut hier. Wir leben friedlich. Karrende Sprengfall, keine Mien. Ja. Fink, die verletzten Zivilisten sind zu ZZ zu bringen. Ist das verstanden? Komm her. Ja, ist mir jetzt ja Fink, irrelevant. So verstanden. Hier wurde gerade dreimal hergepumpt.